Krishna Prittl-Jager im alten Stadionbad-Café in Rüsselsheim. Zum letzten Mal ist der Vorsitzende in den Räumen des serbischen Folklore-Tanzvereins Dunav e.V. Jahrzehntelang lernten hier Kinder serbische Volkstänze. Eltern beobachteten stolz ihre Kinder dabei und hatten so ein kleines Stück Heimat in Deutschland. Herr Prittl-Jager hat sich an de facto gewandt, weil er verzweifelt ist. Die Stadt plant hier eine Sportanlage zu bauen und dementsprechend kommt hier auch ein neues Objekt hin. Und wir müssen natürlich dann nach 35 Jahren hier dem Objekt weichen. Beim letzten Training in den alten Räumen haben sich die Kinder und Jugendlichen an den Wänden verewigt. Weil es nicht nur Tanzen ist, sondern eine nie endende Leidenschaft, schrieben sie. Wie fühlen Sie denn eigentlich jetzt die Kinder und die Jugendlichen, die hier immer geübt haben? Wie geht es denen im Moment? Ich muss sagen, den Kindern ging es ganz schlecht. Die waren sehr enttäuscht. Man hat es wirklich auch bei den ganz Kleinen gemerkt. Die haben, ich will nicht sagen geweint, aber es war natürlich eine Wehmut, die auch heute noch anhält. Herr Prittl-Jager sieht sich noch einmal um, was er aus der alten Zeit vielleicht noch brauchen könnte. Doch wohin damit? Es sind ja keine neuen Räume in Sicht. Wir telefonieren noch vor Ort mit der Stadt Rüsselsheim. Dort kennt man die Situation von Dunav e.V. Der Oberbürgermeister von Rüsselsheim, Patrick Burkhardt, will vorbeikommen, um mit uns über die Problematik zu sprechen. Er zeigt uns das Gelände und erklärt, was dort in Zukunft entsteht. Wir werden jetzt zeitnah im kommenden Jahr einen Fußballplatz hier errichten für einen Fußballclub hier in Rüsselsheim. Und das war relativ frühzeitig klar, sodass wir schon lange in den Planungen sind. Und jetzt ist es halt zu dem Punkt gekommen, wo auch dann der Verein Dunav leider aus diesem Vereinsraum raus musste. Die Stadt hatte dem Verein daraufhin alternative Trainingsmöglichkeiten angeboten. Doch Dunav braucht eben auch ein Vereinsheim. Was wir nicht anbieten konnten nach einer Prüfung, ist Räumlichkeiten für als Vereinsräumlichkeiten sozusagen, wo auch Dunav die Möglichkeit hat, ihre reichhaltige Trachtensammlung unterzubringen. Die Räumlichkeiten können wir nicht vorweisen, deswegen mussten wir da leider eine Absage erteilen. Ein paar Tage später in der de facto Redaktion. Meine Kollegin Caroline Leist hat sich für Dunav ziemlich ins Zeug gelegt. Also ich hatte beispielsweise bei Opel nachgefragt, weil das ja in der Nähe gelegen hätte, oder bei den umliegenden Gemeinden in Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg, Hochheim. Bin aber auch gegangen nach Wiesbaden, Mainz-Kastell-Kostheim, aber da war auch nichts zu finden. Es sieht also wirklich triste aus für unsere serbische Volkstanzgruppe Dunav aus Rüsselsheim. Da erreicht uns die Nachricht, dass man eine kurzfristige Zwischenlösung gefunden habe. In Mainz-Mombach ist für kurze Zeit ein ehemaliges Pfarrheim frei geworden, das aber schon im Sommer auch abgerissen wird. Doch die Jugendlichen sind froh, fürs Erste wieder eine Bleibe und eine Trainingsmöglichkeit gefunden zu haben. Tanzen wird einfach immer dabei sein, egal wie, wo und wann. Es ist einfach immer, weil es im Herzen ist. Und was von Herzen kommt, kann man nicht durch irgendeinen Raum oder irgendwelche Wände zerstören. Doch der Verein Dunav sucht nach wie vor eine dauernde Unterkunft. Ein Appell. Wir brauchen Räumlichkeiten fürs Tanzen, für die Eltern, dass die sich mal zurückziehen können als Aufenthaltsraum. Vielleicht auch eine Gastronomie. Wer sowas kennt, soll sich bitte an uns wenden. Den Verein Dunav e.V. finden Sie im Internet. Da gibt es eine eigene Website. Oder Sie wenden sich direkt an den Hessischen Rundfunk.